Hallo, schön dich zu sehen. Willkommen, willkommen, willkommen. Hallo, Hallo. hallo, Ja, schön, hallo. dass du da bist, jeder Einzelne. Ja. Ohne dich geht gar nichts, ne? Das ist wirklich am Ende unserer Erkenntnisse und aller Transformation führt uns Jesus hin zur Akzeptanz, dass ich tatsächlich der Erlöser der Welt bin, weil ich diese Welt gemacht habe. Und ohne dies anzunehmen und in Anspruch zu nehmen, gibt es keine Erlösung. Und keine Erlösung heißt keine Heilung, nicht wahr? So, willkommen wirklich in diesem Bewusstsein und in der Erkenntnis, unser Christussein hier weit jenseits einer körperlichen Form anzuerkennen und uns darin in dieser Vereinigung und Verbindung seines Geistes erkennen, wer wir selber sind, nicht wahr? Ja. Hat wirklich nichts damit zu tun, ob wir die Kamera anlassen oder nicht, oder kannst sie auch anlassen und du gehst inzwischen und machst dir dein Abendessen bereit. Was kümmert mich das? Ja, das Wesentliche ist, dass wir diese Vereinigung in unserem Geist aufrechterhalten und uns erinnern, dass dies niemals, niemals getrennt werden kann. Und das führt uns natürlich nicht nur zur klaren Antwort auf diesen letzten Song von den Kingston Trios, Where have all the flowers gone? Na, wo sind denn all die Blumen hin jetzt? Der erste Frost ist gekommen. Wo sind denn diese ganzen Blumen hin? Ne? Natürlich wird das weitergespielt auf alles, weil wir sagen dann letztendlich, wo ist denn meine ganze Welt hingegangen? Ja. Darin erkennen wir, dass die Welt bereits vorbei ist, bereits in Wirklichkeit aus unserem Geist verschwunden ist. Und was wir noch wahrnehmen oder sehen mit des Körpers Augen oder denken, als ob es noch da wäre, ist wirklich nur eine Restidee von etwas, was auch schon vor langer, langer Zeit korrigiert wurde in Gottes Geist selbst. Und in dem Sinne, in diesem Verständnis gar nicht mehr gesehen und gedacht werden kann. Und dann wird es zu einem freudvollen Singen oder Tanz, wie die Michelle es uns gezeigt hat. Illusions. Alles ist Illusion. Ne? Und ich weiß nicht, wenn du ein bisschen gefolgt hast und Englisch verstehst, dann drückt er aus, dass alles hier Illusion ist und alles führt zur Verwirrung. Ne? Das ist eben die Bedeutung, die wir der Welt und selbst als Körper gegeben haben und nun hier einen Leitfaden gefunden haben, dieses Wort durch den Geist von Jesus Christus als ein Kurs in Wundern, als eine Lektion des Tages, die uns da wirklich ausrichtet, nicht wahr? Und ausrichtet mit dem Licht unseres Geistes, ausrichtet mit der Wahrheit, ausrichtet mit seinem Geist. Und das ist natürlich ein inneres und ewiges Halleluja, Amen, 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 danke, 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 Vater, danke, danke, ich liebe dich. Und so wie es gestern in der Lektion ausgedrückt wurde, um hier einen Satz herzunehmen, dass wir dies nun annehmen. Ja, ich nehme das an, was Gott als mein begründet hat. Und gewiss, dass ich allein darin erlöst sein werde und sicher, dass ich durch die Angst gehe, um meiner Liebe zu begegnen. Von welcher Liebe spricht er? Er spricht nicht wirklich von der Liebe, die wieder vergessen werden kann, die wieder in den Schrank gestellt werden kann, die Subjekt, Gegenstand des Todes sein könnte, sondern er spricht von der immerwährenden Liebe, von seiner Liebe für seine Schöpfung selbst, für dich, für mich selbst. Und diese Liebe ist die einzige Wirklichkeit, in der wir uns erkennen können, in der wir auch sehen, dass alles geheilt wird, im gegenwärtigen Moment geheilt ist und in Wirklichkeit niemals ungeheilt war, niemals unheilig war in unserer Beziehung oder in unserem Sehen, wie wir
uns selbst verstehen. Und um dies in der Lektion 299 zu bekräftigen, dass ewige Heiligkeit in dir weilt, in mir weilt, in uns allen weilt, nehmen wir seine Worte direkt entgegen. Meine Heiligkeit liegt weit jenseits meiner eigenen Fähigkeit, sie zu verstehen und zu erkennen. Weit jenseits meines menschlich-konzeptionellen Verständnisses und weit jenseits erkennen zu können, was diese Heiligkeit wirklich ist. Im menschlichen Geist haben wir wirklich keine Ahnung, wovon wir da sprechen, weil es eine Erfahrung des Seins ist, ein Erfahren in der Zeitlosigkeit. Wenn Zeit, bevor Zeit geglaubt wurde zu beginnen und als Zeit vorüber war, in diesem heiligen Moment. Doch erkennt Gott, mein Vater, der sie schuf, der die Heiligkeit schuf, meine Heiligkeit als die seine an. Du siehst eine klare Aussage, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dem, was dir gegeben wurde, zwischen dem, was du bist und wer du bist und was Gott ist und was Gott uns dir gibt. Und gemeinsam versteht unser Wille sie. Und gemeinsam erkennt unser Wille, dass es so ist. Erkenntnis. Erkenntnis als dieser Gedanke weitergehend, als alle oder jegliche Wahrnehmung uns anbieten kann. Gemeinsam versteht unser Wille sie, der Wille, den wir annehmen, dass unser Wille Gottes Wille ist und kein eigener Wille ist und kein eigener Wille sein kann. Und gemeinsam in Gottes Geist mit ihm erkennen wir unseren Willen und erkennen wir, dass es so ist, dass ewige Heiligkeit in uns weilt. Vater, meine Heiligkeit ist nicht von mir. Sie ist nicht mein, um durch Sünde zerstört zu werden. Sie ist nicht mein, um unter Angriffen zu leiden. Illusionen können sie verschleiern, doch weder ihr Strahlen auslöschen, noch ihr Licht trüben. Sie ist auf ewig vollkommen und unberührt. Du magst es für dich in deinem Innern bestärken. Meine Heiligkeit ist auf ewig vollkommen und unberührt. In ihr werden alle Dinge geheilt. In meiner Heiligkeit werden alle Dinge und alle Ideen über mich selbst geheilt. Denn sie bleiben so, wie du, Vater, wie Gott sie schuf. Und ich kann meine Heiligkeit erkennen. Erkenntnis, reines Wissen. Denn die Heiligkeit selbst hat mich erschaffen und ich kann meine Quelle erkennen, weil es dein Wille ist, Vater, dass du erkannt wirst. Gott will, dass sein Sohn ihn erkennt, dass der Sohn erkennt, was ihm gegeben wurde, dass sein Sohn erkennt, wie er erschaffen wurde, wer er ist. Ich bin, wie Gott mich schuf. Und du siehst, heute verwendet er diesen Ausdruck, dass die Heiligkeit selbst hat mich erschaffen, wie sie selbst ist, als Gedanke Gottes. In anderen Lektionen haben wir praktiziert, die Liebe hat uns erschaffen, wie sie selbst. In anderen Lektionen wird bekräftigt, dass Gott unser Schöpfer, unsere Ursache ist und unser Schöpfer ist und nicht wir selbst. Aber was ich mit dir ein bisschen
anschauen möchte, ist diese Umwandlung, diese Aktion in unserem Geist, weshalb diese Lektion überhaupt zu uns kommt und uns diese Wahrheit unseres Selbstes anbietet. Offensichtlich hast du in deinem Traum, haben wir als Mensch in unserem Bewusstsein, im Träumen, geglaubt, dass es so etwas gäbe als Unheiligkeit. Was ist ein anderes Wort als Unheiligkeit? Was wurde mit Unheiligkeit in Verbindung gebracht? Und du wirst vielleicht die verschiedensten Begriffe in deinen Geist reinbekommen, wie Sünde, wie Körperidentität oder Identifikation. Begrenztes Sehen, eine Welt von Begrenzungen sehen. Und genau für diese Auflösung, für diese Korrektur, für diese Aktion der Heilung in uns, gibt uns Jesus das, was das gesamte Universum ausmacht, das, was Lichtgedanke selbst ist, Heiligkeit. Aber Heiligkeit zu erfahren und wirklich zu wissen, zu erkennen, das bin ich, aus einem Sein heraus, indem ich meine eigenen Schöpfungen, mein eigenes Machwerk nicht mehr entfernt halte, projiziert als Objekte der Welt oder ich habe sie als objektive Wahrnehmung bezeichnet, objektive Wirklichkeit weghalte, sondern tatsächlich mich darin erfahre. Und mich darin erfahre in der Emotion, die die Begrenzung des Ganzseins im menschlichen Bewusstsein erfahren lässt, namens oder benannt als Angst. Und wie du gehört hast zuerst in diesem Satz, was wir tatsächlich sicher und gewiss sein möchten und den Weg gehen zu dieser Gewissheit ist, dass wir durch die Angst hindurchgehen, um unserer wahren Liebe zu begegnen, sie anzunehmen und nicht nur für uns anzunehmen, sondern bereit werden, sie so zu leben, dass es ein buchstäblich universell energetisches Teilen gleichzeitig ist. Ein Geben ist, das gar nicht abgelehnt werden kann, das automatisch gleich in dieser Ganzheit zurückkommt und empfangen wird. Und dass da kein Platz mehr ist für Schuld- und Sündegedanken, für Unheiligkeitsgedanken, Unheiligkeitskonzepte, besser gesagt, kannst du ganz leicht nachvollziehen. All dies, was wir uns da selber eingeredet haben, von Sünde, Schuld, Unheiligkeit, waren wirklich nur Konzepte, wie wir die Wahrheit für diese Zeit für uns eben erfahren wollten, eben als klein, eben als begrenzt, eben als im Gegensatz zu etwas Größerem stehend, eben als etwas, was sich letztendlich als eine Falle oder ein Gefängnis erfahren ließ. Und nun in diesem großen Erwachen, mit einem schallenden Gelächter, in dem wir uns einstimmen, weil es wirklich ein galaktisches Gelächter ist, über welchen Wahnsinn ich da zusammengedacht habe und in meinem Geist aufrechterhalten habe. Und mit der Freude und Dankbarkeit, dass dies nun vorbei ist, dass sich dies nun verändert hat.
dass mich dies nicht mehr in Versuchung führen kann. Und es kann nur nicht mehr in Versuchung führen, wenn der Geist mit Gewissheit anerkennt, was ihm wirklich gegeben wurde, was die Gaben Gottes sind, die du erhalten hast. Und du bist hier ganz aktiv in meinem Geist und fütterst mich buchstäblich mit dieser Lichtenergie der Schöpfung selbst, was du für dich als einzig wahr, einzig kommunikativ anerkennst. Und da bleibt dir nicht nur die Spucke weg, da bleibt dir jedes Wort dazu weg, nicht wahr, Renate? Das ist dann, wow, danke. Ne? Darin erfahre ich selbst, dass ich hier nicht allein nach Hause gehe mit meinem kleinen, wunderbar vernunftmäßigen Geist oder was immer, oder es alles gut erklären zu können. Ne? Das ist alles nichts. Die Erklärung, die hinweist zur Verbindung, Erfahrung, dass hier nichts da ist, was Begrenzung aufweist, dass hier nichts gesehen werden kann und damit auch nichts geteilt werden kann, was die Unheiligkeit, die Unwirklichkeit ausmacht. Das ist, worauf es drauf ankommt. Das ist, was uns gegeben ist, um zu teilen. Und wir teilen es in der Erkenntnis, dass der Geist vollkommen still ist. Dass Frieden eingekehrt ist in den Geist. Dass das Herz des Geistes sich öffnet und in dieser Öffnung vielleicht noch einen Moment von Wehmut und Langmut erleben will. Ich will das teilen. Ich will dich lieben. Ich will alle lieben. Ich will alle gleich lieben, weil ich weiß, dass ich nur Liebe bin und nur Liebe bekommen habe und damit nur Liebe geben kann. Und dass ich in absoluter Zufriedenheit mich erfahre und empfinde, dass dies genug ist, gut genug ist, dass dies alles ist, worum ich gebeten habe und dass dies alles ist, was ich empfangen durfte, was gegeben wurde, was offenbart wurde in unserem Geist. Und natürlich darf in diesem Annehmen, in diesem Moment der Akzeptanz, jeder kleine Gedanke, jede missgedeutete und missverstandene Idee im Licht des Heiligen Geistes übergeben werden, überbracht werden, gesehen werden, wie sie sich verändern, wie sie sich auflösen. Wer von uns hat nicht zu einer bestimmten Zeit darunter gelitten, den Körper als das Unheiligste des Unheiligen nicht nur zu bezeichnen, sondern buchstäblich zu verdammen? In vielen spirituellen Richtungen ist dies nicht transformiert und nicht geöffnet, der Körper als Mittel zur Kommunikation, der Körper als Mittel zu dieser Erfahrung, aber nicht ein Ende. Weil wenn ich den Körper als unheilig definiere und festnagle, dann habe ich ihn damit wirklich gemacht. Und das ist das Problem dabei. Verstehst du? Das ist, warum wir hier nicht eine unwürdige Fassung
einer illusionären Idee in unserem Geist weiter bekräftigen wollen. Und wenn es Unterschiede gibt zwischen einem Kurs in Wundern und was immer für Angebote im Erwachen des Geistes oder innerhalb von Sicht und Lehrweisen von einem Kurs in Wundern, dann liegt er nur an dem Punkt, an dem wir ganz individuell gesehen und ganz, wie sollte ich sagen, und ganz persönlich anerkannt mich selbst dahin platziere, wo diese Korrektur, Heilung, Umwandlung stattfindet. Dass ich mich nicht dorthin platziere, wo ich der Wissende darüber bin oder der Lehrende darüber bin, sondern dass ich mich genau dahin platziere, wie es in meinem Geist mir angeboten wird. Was wird mir in meinem Geist angeboten? Eine Beziehung, weil der Heilige Geist eine Beziehung ist. Ich bin, wie du bist, wie wir alle sind, mit allen Dingen, mit allen Ideen, mit jedem Einzelnen, der gesehen wird, gehört wird, gedacht wird, in aktiver Beziehung. Und jede Beziehung bietet uns eine Gelegenheit, nicht wegzurennen, nicht auszuflüchten, nicht uns zu verstecken, nicht eine nette und kluge Antwort zu geben, sondern in diesen Moment der Umwandlung, der Illusion zur Wahrheit hin einzutreten und dies zu unserer eigenen Erfahrung zu machen. Da beginnt es, einen Kurs in Wundern zu leben. Wenn ich bereitwillig bin, in diesem Moment den Schmerz meines Bruders zu fühlen und anbiete, präsent zu sein, hier zu sein, vollkommen geistig offen zu sein, zu lieben und alles durch die Liebe korrigieren zu lassen. Ob ich etwas in Form machen soll oder nicht machen soll, das wird durch die Antwort des Heiligen Geistes gegeben, wenn er darum gebeten wird. Aber unsere Arbeit ist, dass wir die Kommunikation vollkommen offen halten. Dass wir uns bewusst sind, dass die Tendenz ist, die Kommunikation zu schließen. Und dass unsere Aufgabe in der Lösung ist, diese Kommunikation offen zu halten. Weil nur durch diese offene Kommunikation können wir zur Gewissheit kommen, dass wir nicht schuldig sind über irgendetwas, was im Traum geschehen ist. Dass es tatsächlich wahr ist, dass es keine Sünde gibt. Dass es tatsächlich wahr ist, dass wir als Körper oder in Momenten der Identifikation mit dem Körper wirklich nichts passiert ist. Niemand zu Schaden kommen konnte. Niemand verletzt wurde. Niemand verantwortlich ist für eben ein nicht so guten, nicht so schönes Bild, wie es vielleicht erwünscht oder herbeigesehnt wurde. Aber auch genau diese Bilder sind unsere Lehrmeister. Ist, was der Heilige Geist möchte, dass wir in Verbindung treten und ihm geben als unseren eigenen Geist, unsere eigenen Gedanken. Weil wenn ich ja nur in der Distanz stehe und sage, das sind ja nur deine Gedanken und jetzt obliegt es ja nur dir, was du damit machst, dann wird zwar natürlich ein Hinweis gegeben, aber wenn wir von Heiligkeit sprechen, die das Wort Heil in sich birgt und
das beinhaltet Heilsein, heilen. Dann kann es nur etwas sein, was mit uns selbst in Verbindung ist, eine Repräsentanz, eine Reflexion unseres eigenen Geistes darstellt und in uns selbst, in unserem eigenen Geist, Korrektur und Heilung bedarf. Und vor kurzer Zeit haben wir als Antwort auf die Frage, was ist der Körper, zu Beginn der 260er Lektionen, nicht wahr, hat er uns im Zusammenhang der Tatsache, dass der Körper ein Traum ist, auch gesagt, dass der Körper gemacht, um angsterregend zu sein, dem Zweck dienen muss. Er verwendet hier das Wort muss. Er muss dem Zweck dienen, der ihm gegeben ist. Und an dem Punkt hast du wie ich, wie jeder von uns, eine Wahl, welches Denksystem, welche Erfahrungsebene wir wählen. Wir können den Zweck verändern, dem der Körper gehorchen wird, indem wir das verändern, wozu wir denken, dass er da ist. Wir brauchen bloß das zu ändern, wozu wir denken, dass er da ist. Und der Körper ist nichts anderes als ein Symbol für das, was die Welt ausmacht. Der Körper ist ja eine Miniatur deiner Welt. Und so kannst du es natürlich auch biologisch erforschen und herausfinden, dass da Welten von Welten im Körper sich abspielen. Es ist nichts anderes als ein anderes Wort für die Welt, die du siehst. Das, was du als Welt bezeichnest, so wie der Körper, ist ein Traum. Und er ist das Mittel, durch welches Gottes Sohn zur geistigen Gesundheit zurückkehrt. Und obwohl er gemacht wurde, um ihn ohne ihn drinnen in der Hölle einzusäumen, um dich ohne ihn drinnen in der Hölle einzuzäunen. So wurde doch das Ziel des Himmels gegen das Streben nach der Hölle eingetauscht. Das ist, was wir teilen mit der heutigen Lektion. Durch dieses Annehmen, dass die Heiligkeit eine ewige Heiligkeit ist und in uns bereits ist, wir brauchen gar nichts dafür tun. Sie kann gar nicht erlangt werden, erstudiert werden oder durch irgendwelche Aktionen erst bekommen oder empfangen werden. Es ist dir bereits gegeben. Wir sind es bereits. Es wurde uns buchstäblich in die Wiege unseres Geistes gelegt. Vor etwa geraumer Zeit, Lektion 156, haben wir gehört, dass wir mit Gott in vollkommener Heiligkeit gehen. Ich gehe mit Gott in vollkommener Heiligkeit, Lektion 156. Und hör mal gut hin auf diesen ersten Satz in dieser Lektion. Dieser Gedanke stellt nur die simple Wahrheit fest, die den Gedanken der Sünde unmöglich macht. Dieser Gedanke, ich gehe mit Gott in vollkommener Heiligkeit, macht den Gedanken der Sünde vollkommen unmöglich. Er verspricht, dass es keine Ursache für die Schuld gibt und da sie ohne Ursache ist, du sagst deiner Welt, existiert sie nicht. Die Schuld existiert nicht, die Sünde existiert nicht, weil sie ohne Ursache ist. Die Ursache von Schuld und Sünde war oder ist nach wie vor dein, mein eigener Geist. Und das ist keine wahre Ursache, keine wahre Quelle. Es wurde nur herbeihalluziniert.
geträumt. Ein Gedanke, der sich von Gottes Gedanke trennen wollte, um das Unmögliche zu erfahren. Aber das Unmögliche kann nicht erfahren werden, weil es unmöglich ist, weil es gar nicht da ist. Und das ist unser Erwachen jetzt. Das erkennen wir im Erwachen. Das ist Vernunftmäßigkeit. Natürlich haben wir zu Beginn der Geistesschulung unsere Heiligkeitslektionen von 36 bis 40. Meine Heiligkeit umhüllt alles, was ich sehe. Meine Heiligkeit segnet die Welt. Es gibt nichts, was meine Heiligkeit nicht vermag. Meine Heiligkeit ist meine Erlösung. Und ich bin gesegnet als Sohn Gottes. Und in all diesen Lektionen von Beginn an trainiert uns Jesus, hier etwas anzunehmen, was wir bereit sind. Okay, dann nehme ich mal etwas her, um hier etwas Nachschub zu geben, um einen Blick darauf zu werfen, welche Bedeutungen wir dieser Identität als Körper, der dann in Schuld lebt oder in Sünde lebt und wie diese Qualitäten gehalten, festgehalten werden, wie diese Urteile, diese Selbstbewusstsein, Urteil und Selbstkreuzigung gehandelt wurde, wie das im Kapitel 28 gleich zu Beginn des sechsten Abschnittes geteilt wird. Wer den Körper straft, ist wahnsinnig. Erster Satz in diesem Abschnitt. Wer den Körper bestraft, ist wahnsinnig. Denn hier wird der kleine Graben, siehst du, da ist dieser Gap, dieser Graben. Darin wird der kleine Graben gesehen und doch ist er nicht hier. Er hat sich selber nicht beurteilt, noch etwas aus sich gemacht, was er nicht ist. Er sucht nicht, aus Schmerz eine Freude zu machen und im Staub nach dauerhafter Lust zu suchen. Er sagt dir nicht, welches sein Zweck ist und kann nicht verstehen, wozu er da ist. Der Körper ist dazu nicht fähig, oder? Er macht nicht zum Opfer. Der Körper macht nicht zum Opfer, weil er keinen Willen, keine Vorlieben und keine Zweifel hat. Der Körper hat keinen Willen, der Körper hat keine Vorlieben, der Körper hat keine Zweifel. Er fragt sich nicht, was er ist. Und deshalb braucht er sich mit anderen nicht zu messen. Er kann zum Opfer gemacht werden, aber sich selber nicht als Opfer fühlen. Ja, interessante Perspektive. Er akzeptiert keine Rolle. Der Körper akzeptiert überhaupt keine Rolle. Kannst du das hören mit mir? Sondern tut, was man ihm sagt, ohne Angriff. Er ist wirklich nichts anderes als ein funktionelles Hilfsmittel, ein Tool, wie eine Maschine, wie ein Roboter, könntest du sagen. Und du gibst dem die Information im Chip, was er zu tun hat und wie er sich aufführen soll. Und so ist es in der Tat ein Standpunkt ohne Sinn. Ein Ding, das nicht sehen kann, für die Sicht verantwortlich zu machen und ihm die Schuld für die Geräusche zuzuweisen, die du nicht magst, obwohl es gar nicht hören kann. Es leidet nicht unter der Strafe, die du erteilst, weil es gefühllos ist. Der Körper ist vollkommen gefühllos. Alles Gefühl findet, wie alles, worüber wir hier sprechen, im Geist und nur im Geist statt. Es verhält sich so, wie du es wünschst, trifft jedoch nie die Wahl. Das war die Lektion gerade vor ein paar Tagen, dass der Körper ein vollkommen neutrales Ding ist. Aber um dies wirklich anzunehmen, die Neutralität des Körpers,
bedarf es einer Erkenntnis der Wahrheit. Sonst wirst du immer begrenzte Bedeutungen, die du dem Körper oder was immer für eine Idee gegeben hast, erfahren in der Auswirkung dieser begrenzten Ideen. Er leidet nicht unter Strafe, die du erteilst, weil es gefühllos ist. Es verhält sich so, wie du es wünschst, trifft jedoch nie die Wahl. Es wird so wenig geboren, wie es stirbt. Der Körper wird so wenig geboren, wie er stirbt. Es kann nur ziellos dem Weg folgen, auf den man es gesetzt hat. Wird dieser Weg geändert, so wandelt es genauso leicht auf einem anderen Weg. Es ergreift nicht Partei, ganz wichtig, ja, das passiert nicht im Körper und als Körper, dass Partei ergriffen wird, und urteilt nicht über die Straße, auf der es reist. Es nimmt keinen Graben wahr, weil es nicht hasst. Es kann für Hass verwendet werden, ohne dadurch selber hassenswert zu werden. Das Ding, das du hasst und fürchtest, verabscheust und dir wünschst, das kennt der Körper nicht. Du schickst ihn aus, um nach Trennung zu suchen und getrennt zu sein oder unheilig zu bleiben, dir selber zu sagen, dass du nicht vollkommen heilig wärst. Und dann hasst du ihn, nicht für das, was er ist, sondern um das Gebrauches Willen, den du von ihm gemacht hast. Du schreckst zurück vor dem, was er sieht und hört, und hasst seine Gebrechlichkeit und Krankheit. Und du verachtest seine Taten, doch deine eigenen nicht. Er sieht und handelt für dich. Der Körper sieht und handelt für dich. Er hört deine Stimme. Und er ist gebrechlich und klein auf deinen Wunsch hin. Er scheint dich zu bestrafen und somit deinen Hass aufgrund der Grenzen, die er dir bringt, zu verdienen. Du aber hast aus ihm ein Symbol für die Begrenzungen gemacht, von denen du möchtest, dass dein Geist sie haben, sehen und behalten solle. Dies aus Kapitel 28, Abschnitt 6, die geheimen Gelübde. Und so geht es dann weiter und kannst du hier noch weiterlesen über den Körper als den Graben, und gibt es noch drei weitere Paragraphen. Krankheit ist Ärger, der am Körper ausgelassen wird, durch den Körper ausgetragen wird. Dann habe ich noch etwas aus dem Kapitel 20 für dich, was die Schau der Heiligkeit ist. Und hier zeigt er uns noch einmal in Bezug auf diese Ideen über den Körper oder in Bezug auf den Körper und wandelt es um uns zu zeigen, wie es in den Beziehungen aussieht und dass wir eigentlich die Beziehung mit ihm ja gar nicht unheilig machen können. Die Zielsetzung des Heiligen Geistes ruht sicher in deiner Beziehung und nicht in deinem Körper. Du bist dem Körper entronnen. Das ist gut, sich zu erinnern. Das kannst du mitnehmen. Das kannst du dir jetzt sagen. Ich bin dem Körper entronnen. Das ist die Wahrheit von dir. Das ist, wo du stehst. Wo du bist, kann der Körper keinen Einlass finden, denn der Heilige Geist hat seinen Tempel dort errichtet. Der Tempel des Heiligen Geistes wurde buchstäblich in der Heiligkeit deines Körpers errichtet. Es gibt keine Rangordnung der Beziehungen. Entweder sind sie oder sie sind nicht. Eine unheilige Beziehung ist keine Beziehung. Sie ist ein Zustand der Isolation, der etwas zu sein scheint, was er nicht ist. Nicht mehr als das. In dem Augenblick,
indem die Vanität, deine Beziehung zu Gott unheilig zu machen, möglich zu sein schien, wurden alle deine Beziehungen bedeutungslos gemacht. Alle, ohne Ausnahme. Und sicher machst du dann vielleicht irgendwelche Erinnerungen oder Fetzen aus der Vergangenheit und ordnest sie zu, dass sie die Trennung mehr repräsentieren würden als andere. Aber du siehst, all das, was bedeutungslos ist, all das, was letztendlich erkannt wird, nicht der Heiligkeit der Beziehung, der heiligen Beziehung entspricht, ist überhaupt keine Beziehung. Es passiert nichts darin. Und siehst du die Notwendigkeit, wie wichtig es ist, aufzuwachen von diesem unmöglichen Traum und zu meinen, dass wir hier spezielle Beziehungen wirklich machen und wirklich halten könnten? In unserem Erwachen aus dem Traum sehen wir ganz klar, dass wir wirklich nichts geben, nichts machen, dass es wirklich nichts ist. Und dann ist vielleicht genug Leere da im Raum, im Geist, um hier es vom Licht und der Liebe Gottes auffüllen zu lassen oder zu erkennen, dass es bereits aufgefüllt ist. In dem Augenblick, in dem die Vanität, deine Beziehung zu Gott unheilig zu machen, möglich zu sein schien, wurden all deine Beziehungen bedeutungslos gemacht. In jenem unheiligen Augenblick wurde die Zeit geboren und wurden Körper als Behausung für die Vanität gemacht und um ihr die Illusion der Wirklichkeit zu geben. Die Illusion der Wirklichkeit. Und so schien sie denn ein Heim zu haben, das eine kleine Weile in der Zeit zusammenhielt und dann verschwand. Was könnte diese Vanität gegen die Wirklichkeit denn länger als einen Augenblick Behausung geben? Und dann weiter unten spricht er davon, ich glaube, das habe ich schon mal verwendet, leg den Körper weg, geh ruhig über ihn hinaus und erhebe dich, um das willkommen zu heißen, was du wirklich willst. Und blick von seinem heiligen Tempel nicht auf das zurück, aus dem du aufgewacht bist. Denn keine Illusionen können den Geist anziehen, der sie transzendiert und weit hinter sich gelassen hat. Da sind wir, Bruder. Wir stehen gemeinsam in dieser Erkenntnis, was wir bereits seit langem und weit hinter uns gelassen haben. Kapitel 20, Abschnitt 6, Paragraph 7, 8 und das letzte ist dann im letzten Absatz von Paragraph 9. Und danke dir selbst, dass du die Wahrheit über dich selbst nun gewillt bist anzunehmen. Danke dir selbst, dass du dich nicht mehr selber täuschen willst. Dass du genug geistig gesund bist, um klar zu erkennen, okay, hier ist mein Machwerk, hier sind meine Ideen und meine begrenzten Vorstellungen, selbst über den Kurs, selbst über Spiritualität. Und hier ist bereits, was ich weit hinter mir gelassen habe. Und hier leuchtet einfach die Heiligkeit, die mir in der Schöpfung selbst gegeben wurde. Und diese Heiligkeit nehme ich für mich an. In dieser Heiligkeit erkenne ich meine wahre Identität. Und diese Heiligkeit kann ich überall hin mitnehmen, in jede traumillusionäre Situation.
und als Energiefeld buchstäblich mitbringen, ausdehnen, alles darin auflösen lassen, keine Angst zu haben. In dieser Lichtenergie der Heiligkeit du magst durchaus noch sehen, Angriffsgedanken und was immer, Konflikte und Verurteilungen oder Manipulationen in was immer für einer Form. Aber du bist sicher in dieser Heiligkeit und du brauchst nicht mehr die Kommunikation zumachen, schließen. Du kannst weiterhin offen sein, du kannst weiterhin vollkommen verfügbar sein und dich in dieser Verfügbarkeit selbst erkennen, was du da eigentlich befreist in dir. Weil da ist kein Flecken von Schuld und Sünde da. Nur da weißt du, dass du der Situation alles gegeben hast, dass du deinem Bruder alles gegeben hast, dass es nicht ein Tun ist, sondern ein angstlos Darstellen und nein, ich bin mit dir. Wir gehen hier gemeinsam nach Hause. Ich liebe dich, egal was. Verstehst du? Und dann sieh, wie lange das Ego sein Spielchen aufrechterhalten kann. Meistens, ich kenne Situationen und bekomme auch Berichte in dieser Anwendung dieser klaren Aktionen des Geistes, dass selbst Brüder, die ja nichts mit dem Kurs zu tun haben und wirklich in irgendwelchen Situationen von, also am Boden sind, ne, mit Sucht und was immer das Thema ist, und die zerschmelzen im selben Moment, wenn das angeboten wird. Die brechen in Tränen aus und fallen zusammen mit ihrem Konstrukt des Grolls, der Grollprojektion und wer die Schuldigen sind für ihre Situation. Und haben zumindest einen Moment, in dem die Verbindung erfahren wird, anerkannt wird und sie nun beginnt zu stärken, damit sie auch sehen, dass sie nicht in diesem Loch bleiben müssen, in dieser Dunkelheit verbleiben müssen. Es ist tatsächlich eine Wahl. Es ist die Wahl, mit ihm zu gehen. Es ist die Wahl, seine Liebe in dieser Beziehung anzuerkennen und zu wissen, dass sie immer gegenwärtig ist, dass sie nicht veränderbar oder ausgetauscht werden kann. Das Ego hat dem nichts zu entgegnen, ist ein anderer Ausdruck dazu. Und dann beginnst du wirklich dankbar zu sein für deinen Kontakt mit Christus, mit dem Heiligen Geist und wie er dich führt und was er dir zeigt. Nicht wahr? Danke, danke, ja, danke. Aber da sind wir, da stehen wir. Gemeinsam und als ein Geist. Und da werden die ganz immensen, groß aufgeblusterten Probleme der Welt, das sind dann wie so kleine Seifenblasen. Und selbst wenn du eine riesen Seifenblase machst, gibt es ja Leute, die können riesen Seifenblasen machen, 2-3 Meter lang, aber der Ausgang ist gewiss. Und du weißt es wie ich, wie alle, sie wird platzen. Sie kann dem nicht standhalten, was bereits gegeben ist, was Heiligkeit ist.
Danke, ihr Lieben. Dein Schmunzeln oder Lachen oder dein inneres Lachen kommuniziert wunderbar. Ja. Und es ist wirklich gut, sich selber von Zeit zu ertappen. Oh mein Gott, an das habe ich geglaubt vor einem Moment lang, ne? Oder über lange Zeit. Gott sei Dank ist das vorüber. Oder Gott sei Dank kann ich jetzt darüber lachen. Gott sei Dank weiß ich, dass es nicht wirklich etwas bewirkt hat. Die Heiligkeit ist, was übrig geblieben ist, die Heiligkeit, die ewige Heiligkeit, die in mir weilt, ist nach wie vor dieselbe Wirklichkeit, dieselbe Gnade, dasselbe Geschenk. Ja, und auch die Demut auszudrücken. Und sie kommt nicht von mir selbst, sie ist nicht Teil meines Machwerks. Sie wurde mir gegeben. Sie ist Teil von Gottes Geist. Sie ist die Ausdehnung von Gott selbst. Ich bin der Empfänger und ich bin der Briefträger. Ich bin der, der es weitergeben darf. Der Botschafter. Der Demonstrierende, der, der es leben darf, der, der es mit Beispiel zeigen, herzeigen und demonstrieren darf. Das sind wir. Das ist unsere Funktion am Ende der Zeit. Okay, machen wir noch einmal alle Mikrofone auf. Wenn du noch etwas hinzufügen möchtest, kommentieren möchtest. Ich hätte noch was für den Tod. Zum Tod. Hört man? Ja? Ja, ich verstehe nicht. Hört dich deutlich. was mir hilft, zu verstehen oder geholfen hat zu verstehen, die Gefühle oder beziehungsweise die Sinne, dass die Sinne geistiger Natur sind und nicht körperlicher. Das ist eigentlich das, ich habe bemerkt, dass Tote nicht schreien. Normalerweise müssten sie ja brüllen vor Schmerz oder weil sie gerade verwesen haben, das tun sie nicht. So gesehen gehören die Gefühle irgendwem anders, aber nicht dem Körper. Das nächste ist, also in den Träumen, aus denen ich erwacht bin, habe ich ganz deutlich gemerkt, dass ich jedes Mal ein lebendiges Körpergefühl verlassen habe und dann wieder in diesen Zustand des Schlafes reingegangen bin. Also wenn ich jetzt träume, dann bewegt sich oder beziehungsweise bewegt sich der Körper. Ich fühle ihn nicht als liegend und schlafend. Das sind die Ideen gewesen, die mich stutzig machten und denen ich gefolgt bin und die dann auch ein Ergebnis brachten. Also das Ergebnis des Abstandes von dem, was ich vorher dachte. Ja, danke, lieber Gerd. Und dieser erste Abstand ist ja auch durch die täglichen Lektionen angeregt bzw. hingewiesen. Ne? Aber ja. Wie du es richtig beschreibst, es ist, jede Idee ist nach wie vor Teil desselben Träumens, ne? Ist des Traumes.
Und so wurde bloß der Körperidentität mehr Wirklichkeit gegeben und mehr zugeordnet, als wie wir es jetzt über den Kurs wiederholen und endlich hin bekräftigen, dass da ja überhaupt nichts da ist. Ne? Aber es ist auch nichts da in irgendwelchen Gefühlen und Emotionen, die Vergänglichkeit aufweisen. Auch diese sind nichts anderes als Teil des Traumes, aus dem wir erwachen. Ne? Und das Erwachen findet eben Anerkennen der Heiligkeit statt. Ne? Und das ist, was wirklich passiert. Ne? So, das Anerkennen der Heiligkeit ist wirklich anzuerkennen, okay, nichts von dem, was vorübergehend ist oder was sich zeigt in zeitweiligen Entsprechungen, kann mich definieren oder entspricht meiner wahren Identität. Ja? Aber ich habe dich gut hören können. Danke dir für deinen Input, lieber Gerd. Na gut, vielleicht zum Ende habe ich noch, um das ein Lied mit dir zu teilen. Und zwar möchte ich heute mit dir etwas aus einem Soundtrack teilen, und zwar von Forrest Gump. Und schalte mal die... Danke. Liebe dich. Okay, wollen wir uns verabschieden. Danke, ihr Lieben. Danke.